Klasse durchgesteckt. Stellungsspiel par excellence. Die Idee war richtig gut, nur die Präzision, die fehlte. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Und ins Tor für Atalanta! Das bringt sie einen gewaltigen Schritt näher an ihr Ziel heran. Das hat er fantastisch gemacht, die Ballkontrolle, stark. Wie er sich den Ball vorlegt, absolute Extraklasse. Und dann noch dieser 5-Sterne-Abschluss. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Ein ganz wichtiger Schritt. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Direkt ausgeführt. Kein zu hohes Risiko eingehen. Erstmal Safety first. Eine halbe Stunde ist vorbei. Das Highlight dieser Partie war bis jetzt das Eigentor. 1:0 der Spielstand. Tomiyasu. Neymar. Das ist Phil Foden. Romario. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Beckenbauer. Albert Ferrer. Gut gesehen, guter Laufweg. Um neu aufzubauen, geht's erstmal hinten rum. Snyder. Mauro Icardi. Modric. Er geht zum Torhüter. Hernandez. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Na klar, im Moment gehen sie dann eher auf Ballkontrolle und Sicherheit. Sie liegen vorne und sie würden gerne diesen Vorsprung mit in die Kabine nehmen. Da guckt er ganz genau. Das war wirklich knapp. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Neymar. Nuno Mendes. Neymar. Abschluss. Weg mit dem Ding. Neymar lässt keine Gelegenheit aus, direkt in den Zweikampf zu gehen. Ich sag's ganz ehrlich, da möchte ich nicht Verteidiger sein. Die Ballbehandlung von ihm einfach exzellent. Da kommt die Flanke. Carlos. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Snyder. Er kann sich die Ecke auf. Snyder. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Atalanta Bergamo geht mit dem 1:0 in die Pause. Das Spiel ist aber noch nicht gewonnen.
Sostituzione per l'Atalanta. Numero 17. Lascia il campo per il Und es geht weiter. Atalanta Bergamo führt nur mit einem Tor. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Lampard. Casemiro. Und da ist Lampard. Exzellente Parade. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Mbappé. Jetzt den präzisen Pass. Mit Augenmaß. Sie machen es genau richtig. Sie ziehen das Spiel in die Breite. Carlos. Und macht er den? Modric. Und jetzt Mauro Icardi. Das hat er so gut gesehen. Freistoß für den SSC Neapel. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Und der Ballverlust. Beckenbauer. Mbappé. Albert Ferrer. Immer noch die knappe Führung, aber hier ist noch alles möglich. Das ist Zamorano. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Perfekt antizipiert. Van Dijk. Lampard. 60 Minuten sind vorbei. L'affluenza di quest'oggi è di 16.892 spettatori. Hernandez. Der kommt ein schöner Spielaufbau und das bedeutet viele, viele Laufwege, die möglich sind, viele, viele Positionen, die man besetzen kann. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Das war schon eine vielversprechende Offensivaktion. Das hätte auch klappt. Das glaube ich nicht. Die Kugel ist weg. Cambio di giocatori. Mbappé. Das ist mal eine Balleroberung. Mbappé hat seinen Vertrag hier verlängert und Sie können sich vorstellen, dass das sehr gut ankam bei den Fans. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Zamorano. Jetzt ist was möglich. Mbappé. Zamorano. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Und der Konter läuft. Albert Ferrer. Langer Abschlag vom Keeper. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Albert Ferrer. Gutes Auge, guter Pass. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Lampard. Ah, ich fand, das war einfach schlechtes Timing.
Das ist natürlich bitter. Wer weiß, ob diese Chance nochmal kommt. Nuno Mendes. Neymar hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Albert Ferrer. Beckenbauer. Atalanta Bergamo geht hier mit einer knappen 1:0-Führung in die letzten Minuten. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Hier ist Neymar. Casemiro hat gut aufgepasst. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Hernandez. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Zamorano will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Lampard. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Der alles entscheidende Sieg. Vor ihnen liegt eine strahlende sportliche Zukunft. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Also ich gebe hier einfach mal die volle Punktzahl für diesen Auftritt. Das war eine echt knifflige Aufgabe und sie haben sie mit Bravour gelöst. Normalerweise zittern den Spielern in solchen Situationen ja die Knie, weil sie Angst vor der Niederlage haben. Aber davon war hier und heute nichts zu sehen. Besser kannst du das nicht spielen. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Dankeschön, Marco. Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile fumare solo nelle apposite aree segnate sulla mappa. Grazie.